Von außen wirkt das Schloss Wörlitz derzeit wie ein Werk von Verpackungskünstler Christo. Von innen aber zeigt es sich seit Dienstag von einer bisher nicht gekannten Pracht. Die Mezzaninetage, früher Heimat der Dienstboten des anhaltischen Fürstenhauses, wurde umfangreich saniert und restauriert. Zu DDR-Zeiten waren hier Büros untergebracht. Für Besucher war im Museumsbereich im Erdgeschoss Schluss. Und insofern war eigentlich seit der Wende gab es für uns nur ein Ziel, dass die Büros ausziehen, an andere Orte verbracht werden und wir die Inkunabel des Klassizismus, das Wörlitzer Schloss, fürs Publikum vom Keller bis zum Belvedere zugänglich machen. Insofern hat die Restaurierung des Mezzanins und des Belvederes für uns einen ganz erheblichen Stellenwert, weil wir natürlich dadurch auch ein attraktiver Ort sind für viele Besucher, auch die Lebenswelten des 18. Jahrhunderts nachzuvollziehen. Rund 200.000 Euro hat die Kulturstiftung in die Wiederherstellung investiert. Prunkstück ist zweifellos der Palmensaal. Hauptattraktion dort wiederum ist eine Granatapfelhecke inklusive passender Tierwelt. Und auch wenn der Eindruck entstehen könnte, das Kunstwerk sei liebevoll restauriert worden, entstand das Motiv sozusagen aus dem Nichts. Gestaltet wurde es vom Maler und Grafiker Hans-Christoph Rackwitz. Für den Künstler eine ganz besondere Aufgabe, auch wenn er das Gartenreich schon in zahlreichen Werken festgehalten hat. Selbst von dem Palmsaal habe ich mal in dem total desolaten Zustand eine Radierung hergestellt. Und deshalb war das doch eine Herausforderung, jetzt mal an der direkten Wiederherstellung mitzuarbeiten, obwohl ich das sonst überhaupt nicht mache. Ja, ich mache meine Bilder und Grafiken, aber jetzt mal etwas in restauratorischer Sicht herzustellen, wobei es ja keine Vorlage gab. Das war schon eine Herausforderung. Nicht unbedingt einfacher wurde die Aufgabe dadurch, dass es keinerlei bekannte Fotografie oder Zeichnungen des Originalmotivs gibt. Einziges Indiz war ein historischer Gartenreichführer von August Rode aus dem Jahr 1788. Es war im Prinzip nur ein Satz, worauf ich mich konzentrieren konnte. Und habe mir natürlich auch dann Kunst oder Bemalung aus der Zeit angesehen. Sehr viel aus dem Tapetenmuseum um 1770, 1780. Dann ist ja in Schloss Oranienbaum sind auch verschiedene Granatapfelmalereien. Aber ich habe dann auch eigene Vorstellungen entwickeln können. Das Ergebnis jedenfalls fiel beeindruckend aus und wirkt, als sei es in genau dieser Form schon zu Zeiten von Fürst Franz Teil des Palmensaals gewesen. Einen eigenen Blick auf Mezzanin, Palmensaal und Granatapfelhecke können Besucher bereits zum Frühlingserwachen am Wochenende erhaschen. Nächsten Sonnabend werden wir für das Publikum den Saal öffnen. Und ich hoffe natürlich, dass zahlreiche Besucher, es ist ja immer eine Veranstaltung mit mehreren tausend Menschen, die hier durch Wörlitz ziehen und dann im Park verschiedene Veranstaltungen erleben, auch Führungen. Und eine der Führungen wird eben in den Palmensaal führen. Und ich hoffe, dass viele Besucher diese Möglichkeit wahrnehmen, die Begeisterung mit uns zu teilen für den schönen wiedergewonnenen Raum. Ruhe kehrt im und am Schloss aber auch danach nicht ein. Als nächstes soll die Fassade des klassizistischen Baus saniert werden, damit in absehbarer Zeit auch die letzten Höhlen fallen können.